Alter, ist das schlecht! Ja, natürlich kommt er da hin! Hauptsache, ich hab nichts gemacht, ich bin einfach nur durchs Tor gegangen, hab drei Dinger, dass sie böse auf mich sind, Alter. What the fuck? Ich hab keinen angegriffen, nichts. Das ist... Naja. Assassin's Creed 2023. Da darf man nicht viel erwarten. Alter. Lasst vor sich walten und achtet stets darauf, wo ihr hinfällt. Und ihre Aufmerksamkeit auf dich wird gemacht. Ja, hörst du irgendwo so einen Söldnertrupp, oder nicht? Da hinten. Ja, hau ab, Junge, du hast überhaupt nichts gesehen. Er sieht mich immer noch angeblich fast. Alter, das ist ein Schmied, kann das sein? Nur den Knilch da rauskriegen, aber wie? Hier, hier durch, ne? Scheiße, der liegt natürlich genau vor dem Tor, kann das sein? Ja. Wie willst du mich von da aus gesehen haben? Shut the fuck up, buddy. Okay, ich hab einen Plan. Mach noch langsamer, Basin. Lass dir Zeit. Du musst kurz hier überleben, Junge. Das ist so bescheuert, Alter. Einfach nur, weil ich keinen umbringen darf. Alle Händler daran erinnern, dass ihr euch strikt an die Höchstpreise der jeweiligen Waren zu halten habt. Kein Kreislauf. Ja, ich hänge hier seit 10 Minuten an der Quest, einfach nur, weil ich keinen umbringen darf. Oh, Essen. Essen ist gut. Rette den Spitzel. So, müsste ich ja jetzt safe sein. Oh, schnell, 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 schnell! Wie liegt der da? What the fuck? Danke. Du kannst jetzt gehen. Ich komm schon zurecht. Pizza, Alter. Unnützlich. Alles für den Fertigkeitspunkt, ey. Wichser, das Ding im Kopf verdient, ey. Mehr hat er noch verdient. Verlangsam die Zeit, während du in der Luft mit dem Luftmesser zielst, aha. Hört sich schneller.
In Kidos Blick enthüllt die Wacht gegen den markierten Gegner. Erhöht den Wirkungsradius. Basisfertigkeit der Taschentee verbessern sich, womit er sein Ziel effizienter Wertsachen abnehmen kann. Das ist auch, weiß ich nicht. Du kannst eine zweite Hilfsmittelverbesserung von Rang 1. Das hätte ich gern, aber. Ja, müssen wir hier hin, ne? Kostet auch 4 Punkte, ey. Voll teuer, die Scheiße. So, nachdem wir da so viel Spaß bei dieser Quest hatten. Das Symposium ist. Von welcher Quest? Bringe die Bücher ins Haus der Weisheit. Aber er hätte gerne mehr. Soll der sammeln gehen, der Pisser? Können auch mal eben zu Darwish gehen und die Dinger dahin bringen. Vielleicht kriegt er auch noch. Was ist denn hier die Wettkarte? Vielleicht kriegt er ja auch noch Skill Point oder sowas. Das weiß ich jetzt gar nicht. Wenn nicht, dann krieg ich wenigstens Moneten. Ist ja auch schon mal was wert. Und dann gehen wir in die Hauptquest rein. Bei mir war eigentlich nur wichtig, die ISO-Rüstung zu sammeln. Die wollte ich haben, weil die immer ganz cool aussehen. Da hinten, okay. Oho! Bin schon wieder bekannt. Was will die von mir? Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Du Schurke! Vielleicht wurde ich ja auch einfach falsch verurteilt. Vielleicht lügen die Waren. Weg. Da wie ich, mein Freund. Für dich. Gut, er ist wütend. Ich hoffe, du benimmst dich anständig da draußen, ja? Nein. Hier. Du warst ein guter Schatzjäger, Basim. Jetzt kannst du auch so aussehen. Fall geschlossen. Schön, dich zu sehen. Boah, ein bisschen wie Sprich. Müssen wir das Gespräch mal anfangen, Alter. Weißt wirklich, wie man die benutzt? Nö. Hier, erstmal den Plunder kannst du haben. Gib mir davon alles. Gib mir davon alles. Das brauche ich. So faul wie du bist, brauchst du sicher viele solcher Spielzeuge. Du Drecksack, Alter. Selber faules Stück, Alter. Ich muss diese ganzen Dinger hier sammeln, Alter. Was machst du? Bessere Ausrüstung kann nicht schaden. Boah. Wieso kann man nicht einfach alles markieren? Schnarch. Der weise Mann pflegt seine Augen. Ach, scheiß auf. Was meint er? Ich kann so aussehen. Habe ich was Neues bekommen hier im Inventar? Aha. Schatzjägerverkleidung. Wenn du eine Verkleidung aus. Also. Das ist Schatzjägerverkleidung. Nur ich. Ich strahle heller als in der Assassinenausrüstung. What the fuck? Na, ich bleib hier. Das ist das sogar unauffälliger. So. Darwish ist fertig. Sie noch nicht. Verfolgt die Spitze, finde die Witwe. Bringe alle Bücher. Was ist denn das in der Quest dann? Aha, Arabisu. Dann gehen wir mal zum Symposium da unten. Im Haus der Weisheit.
Wenn es da keinen Schnellreisepunkt gibt, nehme ich den. Wie das aussieht. Jetzt habe ich gar nicht richtig drauf geachtet, bei den Fertigkeiten. Ach, besserer Meisterdieb war das, genau. Irgendwie gerade. Das ging da rein und da raus, so. Selber. Das Symposium sollte hier stattfinden. Die hellsten Köpfe Bagdads teilen ihre Weisheit. Da will ich dann teilnehmen. Ich bin nämlich auch so ein helles Köpfchen. Mit dunkler Haube. Wir wollen natürlich nicht auffallen. Ich bin gespannt auf Fassils Vorlesung. Er wird die Weisheit des Universums mit uns teilen. Unsinn. Wir wissen bereits alles, was es zu wissen gibt. Mehr wird nie entdeckt. Ja, wir sollten das Haus der Weisheit abreißen. Es wird nicht mehr gebraucht. Was hältst du davon? Wissen wir schon alles? Verzeihung, ich möchte zur Vorlesung des großen Gelehrten. Fassil Fahims Vorlesung über die vorsintflutlichen Vorfahren der Menschheit beginnt bald. Labe dich bis dahin gern an unserer reichen Auswahl vorzüglicher Köstlichkeiten und Erfrischungen. Entschuldigung, die Vorlesung beginnt bald. Bitte vergnüge dich mit den anderen Gästen, bis der Gong euch ruft. Meine Damen und Herren. Der Übersetzer. Was macht der noch hier? Oh nein, du solltest nicht so bald zurückkommen. Ja, ich fürchte mich auch. Doch konnte ich meinen Büchern nicht fernbleiben. Ich schätze, man folgt immer seiner Pflicht. Bis bald. Das war ja ein tolles Gespräch. Vorsicht, Kleiner. Wir gehen natürlich den gehobenen Weg. Und nicht wie jeder Schmuck durchs Gras. Wo ist Areb al-Mamunia, die Dichterin? Oh. Wo ist Areb? Ich hatte gehofft, ihre Strahlen... Wie laut, er kuh einfach dahin! Man sieht sie so selten außerhalb der runden Stadt. Die Wunderbare ist im Garten und sinnt über die Vollkommenheit der Natur nach. Ach, wäre ich nur eine Blüte in ihren kundigen Händen und Muse für ihre salbenden Verse. Sie wird erleichtert sein, einmal nicht von ihren reichen Gönnern belagert zu werden. Ah, oh, vielleicht führt sie ein aufregendes Doppelleben und schleicht sich aus den Palästen, um Inspiration im einfachen Leben zu finden. Ich bezweifle es. Zeige mir alles. Was soll das sein? Die Dichterin Areb ruht sich in östlichen Außenhof aus. Soll ich jetzt erraten, wo das ist, Alter? Also irgendwo da. Zumindest ist laut Map da Osten. Laut Kompass meine ich. Doch, die Quest versteckt sich vor uns. Die ist im Haus sehr gelehrt, aber wird beklaut, Alter. Rip her. Wer ist er denn? Oh, nee, hi. Ich sagte doch, wir sehen uns. Wohl wahr. Was führt dich wieder her? Ich möchte dir etwas zeigen. Ja,
Die Langweiler im Haus der Weisheit sammeln die wildesten Kinkerlitzchen und Geräte. Ich war schon mal hier, Nihal. Das ist Ahmad ibn Musas Werkstatt. Zeigst du mir jetzt das dahinter? Hast du dich da reingeschlichen? Was macht sie denn? Oder das da? Ahmad und seine Brüder können wahrlich fantastische Apparate entwickeln. Nicht alle seine Einfälle sind so nützlich, fürchte ich. Guck nicht so selbstzufrieden. Die Welt ist voller Wunder. Sieht aus wie ein Globus. Meinst du das hier oder was? Schau mal hier in die Halle. Hier war was Gutes. Das hätte sie sehen müssen. Da läuft mir ein Schauer über den Rücken, als würde ich ein kosmisches Geheimnis lüften. Du liest zu viel über Magie und verlorene Städte unter den Dünen. Und du liest zu wenig. Vielleicht gibt es andere Welten, andere Völker zwischen den Sternen. Unsinn. Was denn noch? Hauptsache, die sagt, komm mit, ich will dir was zeigen und muss ja alles selber suchen. Erinnert dich das an deine Albträume? Nein. Eher an etwas aus dem Bimaristan. Oder an einen Übungsplan der Verborgenen. Ah ja, lautlose Arten, schnell zu töten. Tod in Sekunden. Also ich wette, die Art da unten ist nicht lautlos. Schon einmal gesehen. Ist es das, was du mir zeigen wolltest? Ja. Es erinnert mich an das Ding, das wir im Palast fanden. Was ist das? Eine Zeichnung aus einem uralten Buch. Du verschweigst mir doch irgendwas. Du willst nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Wieso? Weil du es auch nicht weißt? Weil, wie Darwish sagt, es manchmal besser ist, die Wahrheit hinter den Dingen, die wir tun müssen, nicht zu kennen. Die Wahrheit ist, Basim, dass alles hier ist, direkt vor deinen Augen. Aber du willst es nicht sehen. Es geht um dich. Es ging immer nur um dich seit jener Nacht. Ich habe einen Eid geschworen, mein altes Leben hinter mir zu lassen und dem Pfad der Schatten zu folgen. Vielleicht findest du eines Tages das Licht. Doch bis dahin bleibe ich bei dir, bei jedem einzelnen Schritt, damit du auch ja nicht vergisst, wer du bist. Willst du mir drohen? Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt ein Iso-Nihal. Ich komme schon aus einer anderen Welt. Kann er direkt vorgehen und mir anzeigen, wo die andere sein soll? Der Sternkundler könnte zu Ihnen gehören. Obwohl ich das bezweifle. Ah. Said, es ist mir eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen. Wie schön, wenn mehr junge Leute das Haus der Weisheit aufsuchen. Glaubst du, der große Gelehrte wird eine gute Vorlesung halten? Vergeude deine Zeit nicht mit seinem Gerede. Ich habe viel praktischere und ergötzliche Bücher geschrieben. Zu welchen Themen?
Unter anderem über Sonnenuhren, Astrolabien, Sterne und Planeten sowie über den Umfang der Erde. Faszinierend, Said. Ich werde deine Bücher lesen. Auf bald. Achtung, Gäste des Symposiums. Die Vorlesung des Großgelehrten beginnt nach kurzer Verzögerung. Erfreut euch derweil an unseren schmackhaften Kleinigkeiten und dem prickelnden Scharfsinn eurer Mitgäste. Entschuldigung, die Vorlesung beginnt bald. Bitte vergnüge dich mit den anderen Gästen, bis der Gong euch. Ich suche die Dichterin Arib. Wer ist das denn? Ist das noch Nihal oder was? Ja, das ist Nihal. Ja. Kann ich ihm Bücher bringen? So nebenbei. Ich mach seine Nase nach. Was für mich? Ha! Sehr gut. Mit Sicherheit hat dies niemand sonst in der Stadt gesehen. Solltest du mehr finden, bin ich hier. Hört sich ein bisschen an wie Mr. Krabs, die Stimme, ne? Oh nein, nein, es muss doch wir sein. In Hardon, Wache! Es geht ein Lied um! Hilfe! Ruf die Stadtwache! Das ist ein Haus der Gelehrten, bitte beruhige dich. Ja, was ist das denn? Das sah kurz aus. Ich sag nicht, wie das aussah. Hä? Ja, muss sie doch irgendwo da sein, hier außen. Irgendwo hier. Aber oben ist sie nicht, ne? Oben sind nur Enemies. Ich habe echt keine Ahnung, wo die sein soll. Ich hier hoch oder wenn ich da oben komme ich da ins Sperrgebiet. Moment, einmal kurz gucken, was hier ist. Vielleicht hier hinten. Die Luft ist rein. Ich kann falls nötig meine Waffen wieder verwenden. Wenn ich meine Waffen verwenden, ich will die blöde Dichterin finden. Alter, ich hasse, dass das nicht richtig angezeigt wird. Oder nicht offensichtlich. Im östlichen Außenhof. Was ist das? Also. Komm, Fellow. Ich gucke jetzt irgendwo da. Auch wenn es außerhalb des des Gebiets ist. Vielleicht hier hinter oder so. Die Luft ist rein. Ich kann falls nötig meine Waffen wieder verwenden. Ja, hier bin ich ja schon raus aus dem Gebiet. Das macht ja keinen Sinn. Ich bin hier im Osten und ich sehe kein Aufleuchten, nichts.
Das ist auch schon wieder außerhalb des Gebiets. Ach, so viel Spaß. Immer wenn ich irgendwas rot aufleuchten sehe, denke ich, das ist sie und dann sehe ich, das ist ein Feuer. Ist sie hier vielleicht? Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Oh, ist das scheiße, ehrlich, ich hasse sowas. Ja, was soll ich denn noch machen? Hier leuchtet nichts auf, gar nichts. Ich komme sofort wieder.